Und wieder mal willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2, meine lieben Freunde. Ja, ihr seht ganz richtig, ich bin wieder auf dem dunklen Aether, nachdem ich mir mit Hilfe des Dark Beams wieder Zutritt verschafft habe. Allerdings bin ich jetzt auf einem anderen Platz, kann man sagen. Hab hier wenigstens schön eine Speicherstation entdeckt und jetzt geht's direkt weiter durch die nächste Tür. Und vor allem hier ist ganz schön viel Fahrzeug. So. Hier muss man auch ganz flink hier durchrollen. Oh, ist ja fies. Vor allem hier so... Umso... Nein! Spring! Vollidiot. Das war so typisch. Immer wieder, immer wieder. So. Wo bin ich denn jetzt? Fahrzonstätte vom dunklen Argon. Oh, weia. Das ist ganz schön krass. Ja, hier sind diese Fahrzeugbehälter und hier ist so eine Transportplattform. Der fahre ich jetzt mal nach unten. Bewegliche Plattformen. Hier liegen schon wieder Piratenleichen rum. Bioscan abgeschlossen. Objekt hat zahlreiche tödliche Wunden in der Rückenpartie, die allesamt von Waffen der Weltraumpiraten stammen. Die Eliteeinheiten der Kommandopiraten führen solche Hinrichtungen oftmals als Strafe bei Feigheit durch. Zäh. Die sind ganz schön krass drauf, ich weiß. So. Und übrigens das dort oben, wenn wir da mal ganz genau hingucken, das ist nicht mal eine schwarze Tür, das ist eine ganz spezielle graue Tür, sage ich jetzt mal. Die kann ich mit einem Beam öffnen, den ich erst in einer sehr späten Zeit des Spiels finden oder beziehungsweise bekommen werde. Daran brauche ich noch nicht mal annähernd zu denken, dass ich die Tür aufmachen kann. Aber... Die andere Tür scheint sich ja auch nicht so unbedingt aufmachen zu lassen, weil die durch eine Barriere geschützt ist. Ja. So, aber die kann man ja deaktivieren. Sicherheitssystem durchbrochen. Zugangscode aktiviert. Eines von drei Schlössern außer Funktion. Ja, ich muss hier nämlich drei Kontrollfelder scannen, damit das hier aufgehen. Mann, das geht mir so auf den Senkel, dass das immer wieder so schnell deaktiviert wird. So. Ich muss hier, glaube ich, aber trotzdem erstmal hier hochjumpen. So. Hier hoch. So, hier ist das nächste. Nummer 2. So. 2 von 3 Schlössern außer Funktion. Aber es müssen ja alle 3 außer Funktion sein. So, wo haben wir denn jetzt noch eins? Ich glaube, das ist da unten irgendwo. Ja, da. Da bei diesen... Boah, fiesen... Ah, sind da den Containern so fies versteckt. Mann, geh doch mal kaputt hier. Mach ich dich kaputt, Alter. So, hier. Oh, echt aufpassen. Sicherheitssystem durchbrochen. Zugangscode aktiviert. Sämtliche Schlösser außer Funktion. Haha. So, und jetzt kann ich hier weitergehen. Alter, was ist mit dem Piraten wieder passiert? Ne? Bioscan abgeschlossen, Objekt wurde von einer Fahrzeugexplosion erfasst. Die Wucht der Explosion hat seine Panzerung durchbrochen. Objekt war somit der Fahrzeugstrahlung sowie der giftigen Atmosphäre des dunklen Aethers schutzlos ausgeliefert. Es ist kurz darauf verendet. Tja, dumm gelaufen, wie gesagt. So, weiter. Ich muss weiter, immer weiter, weiter müssen wir. So, ach du meine Güte, was ist dann das jetzt? Geht's? Morphologie Inkklaue. Gift absonderter, bewegungsunfähiger Finsterling. Objekt ist von einer undurchdringbaren Schale umgeben, erzeugt giftige Dämpfe. Ist ja ekelhaft. Vor allem habe ich gerade gemerkt, dass mich irgendwas... Ach so, das sind die Lumit. Die gibt's auch hier? Lol. Ja, dunkle Lumiten gibt's nämlich, glaube ich, eben nicht. So. Haut doch einfach mal ab. Die mich immer abknallen wollen hier so. Beschießen und bescheißen. Oh, furchtbar, ich hasse den dunklen Aether. So. Oh, wo bin ich jetzt? In der Füttergrube. So, fragt sich nur, wer hier an wen verfüttert wird. Ah, hier sind wieder Nachtbarben. So. Okay, die sollte ich mal eher alle... umbringen.
Weil die können ganz schön lästig sein. Die sind doch ganz schön viele. So. Moment. Die fliegen voll über diese, um diese ganzen Säulen hier rum. Diese Mistviecher. Geht doch einfach mal alle sterben. So. Na gut, wenn nicht alle jetzt umgebracht sind, ist auch nicht so tragisch. Aber ich hätte gerne alle tot! So. Gibt's ja nicht. So, hier ist schon wieder eine weiße Tür, aber hier ist irgendwo auch eine schwarze Tür. So. Ah ja, hier gibt's doch sicher wieder Hubkristalle. Da, da ist ja schon einer. Gesucht und gefunden. Und zack. So. Aber hier ist noch einer. Vor allem das dunkle, schwarze Wasser hier, das sollte man überhaupt nicht berühren. Da kommt man nie wieder wirklich raus. Sollte man tunlichst vermeiden. So, jetzt kann ich hier wenigstens hoch. So, und zwar zu der dunklen Tür hier. So. Aufpassen. Und seht mal, was ich hier bekomme. Den Lightbeam. Und hier liegt sogar ein toter Luminod. Bioscan abgeschlossen. Dieser Luminod ist seit 1,2 Dekazyklen tot. Objekt weist Anzeichen einer hohen Belastung durch Phasenstrahlung der Atmosphäre des dunklen Aethers auf. Ausrüstung sowie Bewaffnung wurden zwischenzeitlich entwendet. Aber endlich! Das ist das Gegenstück zum Darkbeam, der Lightbeam. Und der gehört jetzt endlich mir! Lightbeam erhalten. Yes! Und MP2 Entwürfe freigeschaltet, lol. Ach, endlich das Gegenstück zum Darkbeam, der Lightbeam, endlich in meiner Hand. Jetzt kann ich mich endlich gegen die ganzen Ink wehren. So, Waffensysteme. Beamwaffen. Lightbeam. Der Lightbeam durchdringt mit einem Schuss mehrere Gegner. Treffer des Lightbeams können Gegner in Brand setzen. Samus Notizen, auch bei erschöpftem Munitionsort lässt sich ein regulärer Schuss abfeuern, indem man den Lightbeam auflädt. Mit Hilfe des Lightbeams lassen sich Kristalle aufladen. Der Lightbeam ist besonders effektiv bei der Bekämpfung von Wesen der Dunkelheit. Ein Schuss des Lightbeams übt für die Dauer des Kontaktes schädliche Wirkung auf den Feind aus. Durch Aufladen des Lightbeams lässt sich der hochenergetische Lightblast verschießen. Wird ein Feind von diesem Schuss erfasst, so brennt er für kurze Zeit. Der Lightblast verbraucht pro Schuss 5 Einheiten Lightbeam-Munition. Aber hätte das gedacht, dass ich so schnell nach meinem zweiten Beam schon den dritten Beam finde? Super! Ach, jetzt habe ich endlich eine Chance gegen die ganzen Ink und vor allem, ich kann jetzt endlich weiße Türen öffnen und kann mir somit neue Wege eröffnen. So, seht ihr? Und auch der Lightbeam hat natürlich eine eigene Art von Munition, aber ja, mit dem Darkbeam eliminierte Gegner hinterlassen Munitionskapseln für den Lightbeam. Mit dem Lightbeam eliminierte Gegner hinterlassen Munitionskapseln für den Darkbeam. So ist es. Und was noch viel besser ist, mit dem Lightbeam kann ich eben Kristall und Leuchtfeuer aufladen. Ja, seht ihr? Und jetzt kann ich das auch nochmal scannen, das gibt wieder einen neuen Datenbankeintrag. Fremdtechnologie angeregter Kristall generiert ein erweitertes Feld mit Lichtenergie. Angeregte Kristalle bieten einen verbesserten Schutz vor den Bewohnern des dunklen Aethers. Wesen der Finsternis erleiden Verletzungen im angeregten Energiefeld. Ganz genau, das ist wirklich wahr. So, und da unten ist jetzt noch ein aufgeladenes Leuchtfeuer. So. Also ein angeregtes Leuchtfeuer. Generiert ein erweitertes Feld mit Lichtenergie. Angeregte Leuchtfeuer bieten einen verbesserten Schutz vor den Bewohnern des dunklen Aethers. Wesen der Finsternis erleiden Verletzungen im angeregten Energiefeld. Genau. Ja, seht ihr? Und hier ist jetzt endlich mal... Kann ich die endlich mal scannen, die Darkbeam-Munition? Ja. Darkbeam-Munition 5. Füllt das Magazin des Darkbeams um 5 Einheiten auf. So, so... So funktioniert es halt in dem Spiel, wenn man Gegner mit dem... Darkbeam abknallt, hinterlassen sie Munition für den Lightbeam und knallen sie mit dem Lightbeam ab, hinterlassen sie eben Darkbeam-Munition. Das Schöne ist eben... Mann! Was ist denn da oben schon wieder los? Die Mistviecher knallen mich hier ständig ab. Sowas, na egal, jetzt kann ich eben mal die Tür aufmachen. So, was zum... Oh, Zugang zur Füttergrube und dann komme ich wieder zum... Verdammt!
verdammten Eingang. Und dann kann ich mal da oben zum Zwillingspfad hin, weil da kriege ich dann bald schon endlich den dritten Schlüssel für den Tempel auf dem dunklen Argon. So, hier. Das Ding sollte man auch unbedingt scannen, davon gibt es auch nicht sehr viele. Morphologie Netzling. Finsterling kann elastisches Biomaterial erzeugen und mit Energie aufladen. Wesen ist unbeweglich und immun gegenüber den meisten Waffensystemen. Der Lightbeam ist geeignet, es zu zertrennen und zu zerstören. Na dann, stirb Kartoffel! Ja, schwupps und weg. Und da ist noch eins. Schwupps und weg. Super. Ach, jetzt habe ich endlich eine effektive Waffe gegen diese ganzen dunklen Gegner. Die Ink werden es auf jeden Fall hassen. So, ja, und mit einem Schuss kann ich auch die deaktivierten Lichtkristalle und Leuchtfeuer wieder aktivieren. So, wo war denn das? Das war ja da oben. Hier drüben. Na, warum springst du nicht? So, hier. Puh. Zack. Egal, ich sollte mir die Munition lieber aufheben. Also, ich muss jetzt erstmal noch hier wieder durch. So, na warte jetzt. Zack! Na, die sind augenblicklich tot, wenn die in dieses Kraftfeld reingehen, oder? Sie brennen! So, jetzt kann ich nämlich diese weiße Tür öffnen und jetzt bin ich auf dem Schlachtfeld, könnte man sagen. Das Witzige ist, auf der anderen Seite, über die Richtgrube, gäbe es eigentlich jetzt einen Verbindungsgang, nur leider kann ich ja noch keine grünen Türpanzerungen zerstören, weil man dafür Supermissiles benötigt und die kriege ich leider erst etwas später. So, dafür ist aber gleich da unten endlich der dritte Schlüssel. So, wartet mal, ist hier noch irgendwie... Ich glaube, ich sollte mir noch ein bisschen Lightbeam-Munition besorgen. Weil den, kriege ich jetzt nicht so schnell diesen Schlüssel. So, Lightbeam-Munition 5. Also. Na, was ist? So, her damit! So. Lightbeam. So. Seht mal, ich will ihn mir nehmen und voll fies, er wurde verschlungen und versteckt. Und oh, diese Dinger, da muss man auch ganz schnell scannen, die gibt es auch nur sehr, sehr selten, die jetzt gerade hier die Tür blockieren und vor allem hier kommen jetzt gerade ziemlich viele Krieger in runtergeschlabbert. Aber mit dem Lightbeam wird es mir jetzt sehr leicht fallen, die zu vernichten. So, aber erstmal, wie gesagt, unbedingt dieses Ding hier an der Wand scannen, also an der Tür meine ich. Das ist nämlich eine Ink-Netzfalle, primitiver Organismus in Form von Fangfäden. Wesen ist praktisch unzerstörbar und kann nur durch den befehligten Ink beseitigt werden. So, na wartet. Wo ist einer? Da! Und fries! So, die Leuchtfeuer am besten auch aufladen. Anzugssystem einsatzbereit. Ja, symbiotischer Übernahmeversuch gescheitert. Haha! Friss das! Friss Lichtenergie! So, ihr habt doch keine Chance gegen den super duper geilen Lightbeam. Na los, komm raus aus deiner Pfütze. So, freeze! Und tot. Seht ihr, wie die sich auflösen? Das ist so geil. So, ich brauche jetzt aber trotzdem mal ein bisschen Lightbeam-Munition. Yes! So. Und stirb! So, Moment mal, da sind ja noch mehr. Na wartet, ich krieg euch alle. Ich töte euch alle. Haha. So, einer ist, glaube ich, jetzt noch über. Oder auch nicht. Oh ja, da hinten. Irgendwo. Na, jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt sind alle tot. Yes, alle besiegt und der Schlüssel ist wieder da. So, und seht mal, die Inknetzfalle, die verschwindet jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das hier nicht sogar die einzige Situation gewesen ist, wo diese Inknetzfallen auftauchen. Also unbedingt scannen, sobald man sie sieht, sonst kann man keine 100% der Datenbankscans mehr erreichen. Und endlich der dritte Schlüssel zum dunklen Tempel von Argon. Alle Schlüssel zum dunklen, zum Tempel von dunklen Argon gefunden. Sie dienen zum Öffnen des Tempeleingangs. Und es gibt noch ein Silver Credit. Oh yeah, endlich. Freunde, das bedeutet, ich kann endlich den Hauptbereich des
dunklen Tempels betreten. So, eine 10er Leute Munition. So, warte mal, hier noch. Ja, so wie gesagt, hier steht es eh nochmal. Um sie zu durchdringen, empfiehlt sie eins von Supermissiles. Die kriege ich allerdings erst später. So, sonst wäre es ja relativ praktisch. Ich muss jetzt nämlich trotzdem versuchen, hier am besten... Ja, das geht am besten über die Oase der Dunkelheit. Wieder zurück auf den... Naja, auf den hellen Aether will ich jetzt eigentlich noch nicht. Aber ich muss trotzdem ja irgendwie zum Tempel. Und der ist ja... Wie ihr sehen könnt, da drüben. Das Blöde ist, ich komme ausgerechnet hier wegen diesen dämlichen grünen Türpanzerungen nicht auf die andere Seite zur Richtgrube. Das ist voll dämlich. Das heißt, ich muss wirklich erstmal auf die helle Welt zurück, auf den normalen Aether und von dort wieder zur Portalstätte und hier wieder zurück und dann kann ich endlich in den Tempel vom dunklen Argon rein. Also ganz schön umständlich und kompliziert, geht leider nicht anders, aber egal. So, jetzt gehe ich mal von unten zurück. So. Ihh, was sind das denn schon wieder für Viecher? Finsterling-Tentakel. Zum dimensionssprungfähiger Inkranke. Finsterling öffnet Dimensionslöcher und versucht feindliche Ziele zu greifen. Abneigung gegenüber hellem Licht. Na dann, fries! Und fries! So, nur das giftige Wasser sollte man bloß nicht berühren. Ja, burn, motherfucker! So. Ja, da reicht ein Schuss mit dem Leibbomb, diese dunklen Splinter sind sofort tot. Wunderschön. So, richtig wunderschön. So, ich brauche aber unbedingt noch Lightbeam-Munition, genau. So, komm zu mir. So, wartet mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, von wo aus... Ah ja, hier, Oase der Dunkelheit. Das heißt, das ist da oben über die dunkle Tür zu erreichen. So, na, seht ihr, wie es die alle zersplattert. Richtig geil. So. So. Ja, komm. Hier sogar die Drohnen-Ink, die können auch nicht viel ausrichten hier. Können mich mal am... Ah, ah. So, komm, mach die Tür auf. Danke. So. So, und hier ist jetzt ein helles Portal. Drauf schießen, dann ist hier eben, dieses Portal ist aktiv, ein helles Portal und zurück auf den hellen Aether, bitte! So, und jetzt bin ich auf einmal wieder beim Hauptreaktor, wer hätte das gedacht? Aber seht mal, hier ist doch jetzt noch eine weiße Tür, aber ich glaube, das... bringt mir hier nicht wirklich viel. Vor allem, naja, tempelmäßig. Ne, hier ist gleich mal eine Speicherstation. Ich glaube, ich werde erstmal hier wieder speichern und den Part beenden. Ja, ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja schon im nächsten Part, den dunklen Tempel wieder zu betreten und dann eben den Eingang zu öffnen. Jetzt habe ich ja endlich alle drei Schlüssel. So. Alter, ja. Geht doch einfach mal... sterben. So, aua. Und tschüss. So. No, Geschütz kaputt gemacht. Aber hier konnte man noch irgendwie was anderes machen. Man konnte hier irgendwie nämlich mal den Sand ablassen. Aber das geht jetzt gerade irgendwie gar nicht. Das geht auch gar nicht. So, jedenfalls noch nicht. Egal. Ist nicht so wichtig. So, also Freunde. Jetzt, da ich auch endlich den Lightbeam hier habe, der richtig geil ist, werde ich hier mal wieder speichern und meine Energie auffüllen. Jetzt habe ich, wie gesagt, endlich eine Waffe, mit denen ich richtig schön viel Schaden bei den Ink und anderen finsteren Gegnern anrichten kann. Und vor allem kann ich jetzt frei zwischen der hellen und der dunklen Welt wechseln, wenn ich denn ein Portal... direkt vor mir habe. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part, Freunde. Tschüss!